So, hoch die Hände, Wochenende. Es ist soweit, wir gehen stramm Richtung Wochenende. Wir schauen mal, was gibt es denn da so zu sehen? Am Freitag, Samstag, Sonntag, was ist gut für dich? Was ist richtig und wichtig für dich zum Wochenende? Das gucken wir uns jetzt mal an, wie immer hier im Quickie. Und ich habe mir überlegt, auf dem Kanal hier lade ich heute vielleicht auch nochmal oder morgen dann ein Video hoch. Thema Selbstfürsorge, was kannst du gerade ein bisschen für dich Gutes tun, wenn es dir nicht gut geht, wenn du sagst, ich bin in einem Loch, ich komme nicht mehr raus, ich habe keinen Elan, ich habe keinen Antrieb. Das wollen wir uns dann mal vielleicht morgen hier am Kanal auch mal in einer schönen Legung anschauen, die nur für dich ganz alleine da ist. Na? Okay, wir wollen aber jetzt erstmal einen Quickie machen. Das heißt, wir schauen mal in die Energien. Was ist denn da so am Wochenende los? So, also da sind wir auch schon. Und wie immer, ja, Liegetechnik kennen die meisten ja schon. Wir schauen mal hier allgemein in der Liebe. Was ist wichtig für dich? Die Botschaft der geistigen Welt. Und hier natürlich auch mal, ja, unsere Eulen, die schöne Eule aus dem, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, die Eule aus dem schönen Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Kartendeck. Okay, was ist los am Wochenende? Okay, die Ruten, Diskussionsstreit, Zweifel, aber auch so ein bisschen die Unzufriedenheit hier zu sehen. Wenn du ein bisschen Sachen, Themen oder Dinge um dich herum hast, wo du sagst, ja, da bin ich eigentlich schon unzufrieden, wie es da gerade läuft. Dann habe ich schon gesehen, haben wir hier einen Fuchs. Der Fuchs ist ein schlaues Tier. Das heißt also, am Wochenende nehme ich gerade ganz stark die Energie, sei schlau am Wochenende. Wenn du gerade ein Thema hast und sagst, boah, ich bin so unzufrieden mit dem Thema, wie das gerade läuft und ich zweifle auch schon an mir selbst, ob das mein richtiger Weg ist oder ich bin hier in einem Labyrinth gefangen oder ich habe hier irgendwie die Idee, ich möchte gerne ein Kapitel schließen, ja, oder ich weiß vielleicht in Bezug auf ein Thema auch nicht alles, das Buch ist immer ein Geheimnis auch, dann darfst du sagen, nee, also so nicht. Also du darfst schon mal anschauen, wie lang nervt dich dein Thema schon? Wie lang beschäftigst du dich schon mit diesem Thema? Das kann jetzt die Arbeit sein, das kann allgemein sein, Freunde, Bekannte, Verwandte, das kann der Wunschpartner sein. Wie lange gibst du schon Energie in dieses Thema rein? Und lohnt sich das denn überhaupt? Kommst du vorwärts? Zweifelst du? Drehst du dich im Kreis? Dann sagt der Fuchs schon ganz klar, komm, zu das Kapitel, das bringt nichts, wir wollen weitergehen im Leben. Also dieses Wochenende, krasse Energie, wo die Karten sagen, schließ endlich mal ein Kapitel ab. Na? Hui. Okay, wir schauen weiter in der Liebe. Ja, ein Ring, sie zu knechten, so da geht es natürlich um Partner, Partnerschaft, wir sind ja im Bereich der Liebe. Es läuft rund. Ein Kreis schließt sich, ein Zyklus beginnt, Verbindlichkeiten, ja, haben wir schon mal eine gute Hauptenergie in Bezug auf die Liebe. Und, oh, da ist auch schon wieder ein Geheimnis gefallen. Vielleicht kommt ja da ein heimlicher Verehrer aus dem Busch gesprungen, der Bär, männliche Energie, das Buch, ein Geheimnis, die Blumen, Aufmerksamkeit und Komplimente. Also in der Liebe schaut es mir so aus, ja, als würde da eine männliche Energie, wenn du als Mann zuschaust, natürlich dann die weibliche, dann dreht man sich das immer um, aus dem Busch gesprungen kommen, ja, mit den Blumen. Das ist Selbstwert, Selbstliebe, Harmonie, Komplimente, Aufmerksamkeit, also alles, was da so ein bisschen rundherum zu sehen ist. In der Liebe schaut gut aus am Wochenende. Da kommt jemand, mit dem du mal so gar nicht gerechnet hast. Ich glaube, das war auch die Energie gestern schon. Aber dann schauen wir mal, vielleicht klappt es ja dann am Wochenende, wenn gestern nichts groß passiert ist. Die Energie ist zumindest mal immer noch da. Ja, und was ist auch wichtig? Richtig, du bist wichtig. Und dann schauen wir mal, was für dich richtig und wichtig ist. Und dann gucken wir mal am Wochenende, was darfst du dir Gutes tun? Wo geht's für dich denn lang? Ja, da ist einmal der Park gefallen. Das ist das
draußen. Also entweder heißt es jetzt hier wirklich am Wochenende mal zu sagen, okay, ich gehe mal raus, ich muss mich mal ablenken. Ja, ich habe nur Theater um die Ohren, nur Gedankenkarussell, Kopfkino, keine Ahnung, komm nicht vorwärts, komm nicht rückwärts. Ich muss mal raus, ich brauche mal einen Tapetenwechsel. Ja, ich muss mal irgendwie auch mich ablenken von Dingen, die mir ständig im Kopf herumschwören, weil da geht es auch mit dem Berg, ja, auch tatsächlich um Blockaden, um Schwierigkeiten, um Hürden. Na, das kommt zustande, wenn man ja, im Kopf immer wieder Themen hat, na, und wird sie gerne beenden, geht aber nicht, man kommt nicht vorwärts, dann darfst du natürlich auch schon mal deine Aufmerksamkeit nehmen und darfst sagen, so, ich denke jetzt erstmal einfach nicht mehr dran, weil egal, was ich jetzt gerade denke, es ändert sich ja nichts. Ja, ich tue mir stattdessen vielleicht mal Gutes. Die Blumen, auch nochmal hier, Selbstwert, Selbstliebe, ja, Harmonie, Schönheit, Wachstum, Komplimente, Aufmerksamkeit, ganz, ganz tolle Karte. Das heißt also, ich ersetze am Wochenende mal den Berg mit Blumen, na? Weil wenn da ein Thema ist, das du um dich herum hast und es lässt sich nicht lösen, es geht nichts vorwärts, dann bringt es auch nichts in diesem Augenblick darüber nachzudenken. Das ist dann so, wie es ist. Bis es soweit ist, musst du oder darfst du vielleicht auch mal mit deiner Aufmerksamkeit dich schönen Dingen zuwenden. Wenn du gerade sagst, ja, ich habe aber gar keine schönen Dinge, kreiere welche. Nimm dir etwas vor, plane was. Ein Ausflug, ein Spaziergang, ein Thermenbesuch, eine Massage vielleicht. Oder lass dir gut gehen, was auch immer du gerne tust oder unternehmen möchtest. Mach's und lenk dich ab. Na? Entschuldigung. So, jetzt schauen wir nochmal, was sagt denn da die geistige Welt? Ja, da geht es mit den Brücken erstmal ja, um Verbindungen. Verbindung zwischen Menschen, Verbindung zwischen Themen. Also ja, sagt die geistige Welt vielleicht schon auch, darfst du mal rausgehen, darfst vielleicht mal schauen, wen gibt es denn da im Draußen so, ne, aber was wie so ein kleines Frettchen, das mal aus der Höhle rauskommt und feststellt, oh, es gibt ja noch viele schöne Momente. Wir haben hier das Kreuz, ja, ist immer gerne mal eine Aufgabe, da gibt es was zu tun, aber du schaust jetzt hier auch eher auf den Schlüssel drauf, das heißt, Verbindung zwischen Menschen, Verbindung zwischen Themen, die da sind und nicht so angenehm sind, gerne mal beiseite lassen, die sind nach dem Wochenende wahrscheinlich immer noch da, deswegen darfst du dir am Wochenende jetzt mal Gutes tun, weil es geht auch um dich, wenn du als Mann zusiehst, auch bitte dich hier als Mann sehen, dass du hier mit dem Schlüssel vor der Nase, ja, den Hinweis der geistigen Welt hast, tu was für dich Erfolg hat. Also Erfolg in Bezug auf mir geht es gut, mir geht es besser, ich habe was für mich getan. Das ist so ein bisschen das Thema am Wochenende, dass du mal sagst, ja, das Wochenende hat mir jetzt echt mal gut getan, was auch immer es ist, was du getan hast. Etwas, was dir Spaß und was dir Freude macht. Na? Ja, jetzt schauen wir doch mal die Eule an. Was sagten die da dazu? Momentchen, ich werde euch jetzt gleich vorlesen. Die Eule des Wochenendes sagt, alle Wege führen zu dir, früher oder später. Wähle weise. Na? Das heißt, bei sich selber anzukommen, ist immer wichtig. Bei sich selbst ankommen ist auch Selbstfürsorge. Bei sich selber ankommen ist Selbstwert. Bei sich selber ankommen ist auch Selbstbewusstsein, dass du sagst, okay, ich bin bei mir. Die Dinge, die ich gerade um die Ohren habe, die sind nicht ewig da. Die gehen irgendwann wieder. Wenn sich meine Gedanken rund um ein Thema drehen, immer und immer wieder, darf ich auch mal reinschauen und darf sagen, kann ich das mit meinem Denken oder vielleicht mit dem Handeln jetzt ändern, diese Situation? Wenn die Antwort Nein ist, dann kannst du auch deine Aufmerksamkeit nehmen und sagen, okay, dann nehme ich die Aufmerksamkeit mal weg da, gib sie mir oder gib sie in etwas Schönes. Und wenn du nichts Schönes hast gerade, plan was. Mach einen Spaziergang im Park, fahr an einen See, an einen Fluss, an einen Bach, genieß die Natur, geh mit Freundinnen was essen.
was trinken, ruf einen alten Freund an, mach irgendwas Schönes und lenke dich ab. So, von daher, ja, die Aufgabe fürs Wochenende ist klar. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht sehen wir uns morgen hier wieder zum Thema, ja, Selbstfürsorge in einem speziellen einzelnen Reading nochmal. Und von daher, schönen Freitag, schönen Start ins Wochenende, bleibt gesund, seid lieb zueinander. Ciao.